Scheiße ist das Ding groß. That's what she said, als sie den zweiten Teil vom Derelict Factorum sah. Ihr seht es richtig, wir sind wieder mal im Stoßtrupp, Pavian, Bunker, also sprich im Keller meines Hauses. Es ist schweinekalt und heute möchte ich euch zeigen, wie wir den zweiten Teil, also dieses Gebäude hier, bemalen werden. Ihr seht schon, es ist relativ groß, es passt hier kaum in den Fokus der Kamera. Ich möchte heute eine roströtliche Farbe auf dieses Ding bringen. Ist ähnlich wie es auf der Verpackung drauf ist, vielleicht eine Spur dunkler. Wenn ihr unser erstes Video gesehen habt, werdet ihr sehen, da haben wir mit sehr hellem Orange gearbeitet. Ich glaube, das würde ganz gut kontrastieren. Wir bringen einfach mal die Grundfarbe mit einer Airbrush auf, und zwar verwenden wir dafür mal als Basis Tank Brown von Model Air von Vallejo. Ihr könntet natürlich alles andere nehmen, wie etwa Mornfang Brown von Games Workshop oder auch von der Game Air Serie etwas wie Dark Flash Tone. Hauptsache es hat ein bisschen einen rötlichen Stich, das Ganze. Wir wollen das am Ende ja aussehen lassen wie eine Marsoberfläche. Also, wir nehmen etwas davon in unsere Airbrush, geben etwas Flow Improver dazu und dann machen wir einen schnellen Durchgang mit Tank Brown. Und ihr seht schon, es hat diesen rötlichen Stich, genauso wie wir das wollen. Wir müssen hier nicht besonders genau arbeiten. Gut wäre es, die Ecken und Vertiefungen schon mal halbwegs ordentlich zu erwischen. Den Rest erledigt dann unsere zweite Farbe, aber dazu mehr später. Gut, dann gehen wir da mal eine Runde durch. Das wird wahrscheinlich eh etwas dauern und wir sehen uns gleich wieder. Aber Peter, Sexgott und Bemalmeister, warum bemalt er seine Figur fäkalienbraun, wenn sie doch rot werden soll, höre ich euch fragen. Gute Frage. Das Braun dient uns hier natürlich als eine Art Pre-Shade, um die Vertiefungen möglichst dunkel zu halten. Deshalb auch diese bräunlich-rote Farbe. Ihr seht, das ist jetzt keineswegs deckend oder perfekt aufgetragen, sondern das ist, wie ihr hier seht und hier, durchaus noch etwas fleckig. Das ist Absicht so. Es waren jetzt nur zwei ganz, ganz schnelle Durchgänge. Einfach um hauptsächlich die Vertiefungen braun zu kriegen. Den Rest machen wir jetzt nämlich mit Red Terracotta. Ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich auch Vastaka Red nehmen, falls ihr die Games Workshop Farben benutzt. Und wir werden das jetzt einfach ganz leicht von einem 45 Grad Winkel einmal aufsprühen in einem ersten ganz, ganz schnellen Durchgang. Etwas Flow Improver dazu. So, dass das Ganze in etwas so aussieht. Ihr könnt das einfach so durchmixen. Es gibt die Möglichkeit natürlich auch die Spitze zuzuhalten und einmal auf den Luftknopf zu drücken. Das scheint meine Airbrush aber nicht ganz gut zu vertragen. Jedenfalls, wenn ich das mache, habe ich später immer eine Verstopfung. Das heißt, lieber mit dem Pinsel durchmixen. Kurz sprühen, ob die Farbe passt. Jo, schaut gut aus und einfach im 45 Grad Winkel so, mehr braucht es gar nicht. Seht ihr den Unterschied? Ich finde, es sieht großartig aus und genauso werden wir das jetzt machen. Einmal rundherum. Übertreibt es nicht mit dieser Farbe. Es ist besser, einmal einen schnellen Durchgang zu machen, das trocknen zu lassen und euch das mal anzusehen. Ansonsten, wir wollen es ja nicht ganz knallrot machen, das ganze Ding. Ihr seht, das Ganze nimmt schon langsam ganz gute Formen an. Sieht mal für den Anfang ganz gut aus. Wir haben jetzt einen Durchgang mit dem Red Terracotta. Jetzt habe ich noch ein bisschen Red Terracotta in meiner Airbrush gehabt und das mit ein wenig Weiß aufgehellt, sodass es fast so etwas wie eine Hautfarbe hat, aber nicht ganz ein bisschen dunkler. Und damit werden wir jetzt die Highlights machen. Zum Beispiel, ihr seht hier diese zerbrochene Wand. Die können wir ein bisschen, ganz wenig, entlang highlighten. Und ihr seht, das ersetzt später unser Edge Highlight und wir werden damit im Großen und Ganzen davon kommen, ohne noch groß weiter hier Arbeit zu investieren. Also, hier ein wenig und hier und
hier und auch hier entlang der Ecke. Und das könnt ihr jetzt wieder über das ganze Gelände machen, auch bei den Säulen. Ein wenig in der Mitte bleiben, so. Einfach um sie ein wenig hervorzuheben. Es ist im Prinzip genau dasselbe, das wir vorher mit dem Red Terracotta gemacht haben, nur jetzt eben viel, viel gezielter. Ja, das ist ein bisschen eine Übungssache, aber mit eins einmal ausprobieren. Kommt ihr locker dorthin. Wenn es nichts wird, Airbrush-Farben sind sehr dünn, ihr könnt immer wieder übersprühen. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Wenn ihr noch etwas von dieser Farbe übrig habt, könnt ihr noch ein paar weitere Tropfen Weiß hinzugeben und noch feinere Highlights setzen. Ich für meinen Teil bin aber jetzt schon ganz so zufrieden damit. Wie gesagt, man kann sowas relativ leicht übertreiben. So, jetzt sieht das Ganze schon gut aus, bis auf dieser Boden hier. Um den werden wir uns gleich kümmern. Und zwar in Form von Cold Grey oder Mechanicus Standard Grey oder was immer ihr benutzen wollt. Wie immer, gut durchschütteln, etwas davon in die Airbrush, etwas Flow Improver dazu und durchrühren. Ich wollte immer, dass es so, dass die Farbe direkt so in die Airbrush fließt, wenn ihr sie am Ende abstreift. Dann seid ihr ungefähr richtig und niemals zuerst aufs Modell sprühen, sondern irgendwo auf ein Stück Papier oder auf den Tisch, so wie ich das hier mache. Nein, macht das nicht auf den Tisch, das darf man nur im Pavian-Keller. Entschuldigung. So, wir nehmen uns jetzt diese Bodenplatten hier vor. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wir müssen hier nicht unbedingt abkleben, weil wir diese Sockel von diesen Säulen später ohnehin noch silber machen werden. Das heißt, wir gehen da einfach schön drüber, bevor ihr es übertreibt und euch die Farbe davonläuft, also von der Oberfläche runter tropft. Wartet lieber kurz und macht einen zweiten Durchgang. Aber ihr seht, das sieht schon ganz gut aus. Ja, das machen wir jetzt über die ganze Länge. Sollte auch relativ schnell gehen. Wenn ihr noch eine Fleißaufgabe machen wollt, dann könnt ihr auch hier die Unterseite noch bemalen. Die sieht mit dieser grauen Grundierung eigentlich schon ganz gut aus. Ich gehe nur ganz, ganz schnell mit German Grey drüber. Das ist ein sehr dunkles, fast schwarzes Grau. Einfach damit es nicht so auffällt, dass das eigentlich unten gar nicht mehr bemalt wird. Wird keinem auffallen, der so genau schaut. Ihr seht es auf dem Spieltisch ohnehin in einer Distanz von einem Meter. Also das heißt, diese Unterseite ist wirklich relativ egal. Wie gesagt, ein paar Spritzer German Grey drauf, dann sollte die Sache erledigt sein. So, damit nähern wir uns auch dann schon dem Ende unseres kleinen Airbrush-Exkurses. Den Rest müssen wir wieder mit dem Pinsel machen. Und zwar verwenden wir jetzt Stonewall Grey. Ihr könnt natürlich auch Celestial Grey verwenden, überhaupt kein Problem. Wieder etwas verdünnen. Und hier besprühen wir einfach die mittleren Flächen ganz leicht, um die Illusion von Lichteinfall zu erzeugen. Sieht dann in etwa so aus, kann man schwer erkennen, der Effekt ist aber da, glaubt's mir. Und auch hier eine Art der Edge Highlights können wir hier natürlich auch machen. Oder hier, vielleicht sieht man es bei diesem Riss hier besser. Warte mal. So. Nur nicht übertreiben. Im Zweifel einen zweiten Durchgang machen. Ja, aus dem Keller sind wir jetzt schon draußen und jetzt geht's los mit Handarbeit und zwar mit richtig Lead Belcher.
Hoppla, man sollte beim Farbeschütteln nicht gegen die Kamera stoßen. Und zwar werden wir jetzt einfach alle Teile, die wir silber haben möchten, auch so bemalen. Wie immer nehmen wir etwas raus, verdünnen das ein wenig. So. Ich nehme dafür eine dieser ganz grauslichen alten Pinsel. Ich will ständig Bürste sagen, weil ich mir dauernd Bemalvideos auf Englisch anschaue und die immer Brush sagen. Und in meinem Kopf hat sich das so eingebrannt, dass ich ständig Bürste sagen muss. Also wenn ich statt Pinsel einmal Bürste sage, ihr wisst, was gemeint ist. Ihr nehmt also eure Bürste und bürstet jetzt LED Belcher auf alle Flächen, die ihr Silber haben möchtet. So wie hier oder hier oder hier oder auch hier, hier, hier. Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier, und da. Und da auch. Und überhaupt hier auf den Lampen. Ja, ihr seht schon, das wird etwas länger dauern. Und ich höre euch auch schon fragen, aber Peter, das dauert doch Stunden, das dauert doch Stunden. Tut's gar nicht. Schaut ihr. Naja, so. Seht ihr, geht doch ganz schnell. Jo, jetzt haben wir das Silber endlich mal fertig. Hat ja nur ein paar Augenblicke gedauert. Ihr werdet sehen, das ist ganz einfach und gar nicht viel Arbeit. Dann werden wir als nächstes schnappen wir uns die Goldteile. Die sind eigentlich nur für diese vier Tafeln hier. 7 Tafeln. Retributor Armor. Die machen wir jetzt einfach mal Gold. Immer gut durchschütteln. Metallicfarben immer etwas mehr schütteln als die anderen. So, etwas davon auf die Palette, verdünnen und los geht's. Na super, schaut das aus, großartig. Hier Gold. Wie gesagt, es sind wirklich nur diese Flächen, ihr könntet natürlich noch andere goldene Highlights setzen, wie eben, ich weiß nicht, diese Grills oder die auf der Innenseite sind so Ventilationsöffnungen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich nötig. Als nächstes machen wir etwas ganz Komisches. Und zwar werden wir jetzt das gesamte Modell mit Gloss-Varnish, also mit glänzender Imprägnierung, wie sagt man da? Keine Ahnung. Mit Gloss-Varnish behandeln. Warum? Das soll dann verhindern, dass wir später, jetzt zum Schluss werden wir nämlich eine Shade auftragen, dass die Shade zu sehr Flecken auf geraden Flächen macht und unsere Airbrush-Farbe ruiniert. Das ist so ein Trick, wenn man was geairbrushed hat, einfach kurz mit Gloss-Varnish anpinseln das Ganze, dann kann man es besser shaden, wirkt dann fast wie ein Recess-Shade, wie wenn man die Shade nur gezielt in die Vertiefungen selbst per Hand reingepinselt hätte, was jetzt in unserem Fall etwas anstrengend wäre. Gut, ich habe hier irgend so ein No-Name-Gloss-Varnish-Zeug und so eine Einweg-Pipette, die ich ganz offensichtlich schon öfter benutzt habe. Und die fülle ich jetzt einfach mal damit an. Ihr seht schon, das Zeug ist etwas zäh. Was haben wir da jetzt rausgekriegt? 2 Milliliter. Das tue ich mir auf eine Palette. Und gleich nochmal, weil wir werden da etwas mehr brauchen. So. Sind jetzt 3 Milliliter, also insgesamt 5 Milliliter. Ach, nehmen wir nochmal einen gescheiten Sauger. So, da. Gut. Und jetzt einfach mit derselben Menge Wasser verdünnen. Ihr wollt das Zeug wirklich nicht unverdünnt auf eure Figur bringen. Das wäre nicht klug. So, da. Gut. Mit dem Pinsel ordentlich durchmixen und ist ein bisschen voll geworden, macht nichts. Und dann malen wir das einfach schön dünn auf unser Geländestück drauf, nachdem wir jetzt ja alle Grundfarben drauf haben. Viel Spaß damit! Ich zeige euch das noch schnell. So, wirklich ganz dünn. Nicht schrecken, dieses Weiß, das sollte dann hoffentlich verschwinden. Hoffentlich. Bitte verschwinde, oh Gott. Ja, es wird schon gut gehen. Einmal rundherum einpinseln. So, das alles. Und ihr ahnt es schon,
dient nur zur Vorbereitung, um unseren guten und, seien wir es uns ehrlich, für viele von uns Figurenmalern einzigen Freund Agrax. Oh, shit. Jo, nein, Spaß beiseite. Ein bisschen ein Shade werden wir auf diesem Ding brauchen. Es sieht doch noch ein bisschen flach aus. Drum haben wir jetzt das Glossvarnisch drauf, damit es nicht überall hin absetzt und fleckig wird und uns die Airbrush ruiniert. Disclaimer an dieser Stelle. Ich habe das so in dieser Form mit dem Glossvarnisch noch nie probiert. Deshalb werde ich sicherheitshalber das Agrax Earthshade mit ein wenig Medium verdünnen. Ihr könnt dafür Lamian Medium nehmen. Ich nehme einfach Airbrush Flow Improver. Funktioniert beides ähnlich gut. Ich würde hier keine 50-50 Mischung machen, sondern eher etwas mehr Medium nehmen. Also ich würde vielleicht 2/3 Medium, 1/3 Flow Improver nehmen. Einfach etwas davon auf die Palette, ein paar Tropfen Medium dazu, gut durchmixen und ihr seht schon, ich glaube, da brauchen wir mehr davon. Ja, und jetzt, das tut jetzt richtig weh, weil das kriegen wir nicht mehr runter, wenn das jetzt in die Hose geht. Also, viel Spaß! Boah, ja. Aha, und wir sehen, es fließt tatsächlich etwas von den geraden Flächen ab. Faszinierend, was man alles lernt. Geil. Bin schwer begeistert. Ja, sieht gut aus. Ja, das machen wir jetzt. Über das Ganze drüber. Und ich habe noch ein halbes Fläschchen Earthshade. Ich hoffe, das geht sich irgendwie aus. Na, wird spannend. So, und jetzt kommt der schönste Teil des Ganzen. Die Highlights machen. Das wird nochmal ganz großartig. Wir machen das quick and dirty. Und zwar verwenden wir einfach jetzt mal Necron Compound. Wie immer tun wir ein bisschen was davon auf den Pinsel, dass das etwas so aussieht. Da geht noch ein wenig was. So, da. Ja, genau. Und etwas auf einer Küchenrolle austupfen. Sondern, hoppla, bis ihr keine Farbe mehr hinterlasst, also fast keine, und dann einfach etwas trockenbürsten. Ich nehme mir jetzt einmal diese Dinger davor, weil die relativ leicht zu erwischen sind. Wenn ihr zu dem da kommt, einfach vorsichtig sein und ein bisschen entlang streifen, dann geht das schon. Hier bei diesen Dingern, ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt einen normalen Pinsel, normale Silberfarbe, zum Beispiel Ironbreaker oder sowas, und zieht die Kanten ein wenig nach. Nachdem es sich ums Gelände handelt, werde ich hier einfach nur trocken bürsten. Das reicht schon. So, und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt machen wir noch Edge Highlights, und zwar mit Sycorax Bronze. Und zwar machen wir das da alle auf all diesen Kupferteilen. Und ziehen einfach hier die Ecken nach. So, das war ein bisschen wenig. Und so. Und auch hier die Schrift ein bisschen. Die ist relativ groß und relativ leicht zu erwischen. Das geht eigentlich hier relativ schnell und einfach. Das machen wir jetzt bei all diesen Plaketten. Und dann können wir auch schon den letzten Schritt machen. Gut, fehlen eigentlich nur noch zwei Farben. Und zwar verwenden wir jetzt Waystone Green und Spirit Stone Red. Euch ist vielleicht aufgefallen, das sind Technical-Farben. Das ist eine Art glänzendes Edelsteinrot, so semi-transparent. Das Rot verwenden wir hier für diese Augen von diesen Adeptus Mechanicus-Symbolen und das Waystone Green für diese Lampen. Bei dieser Farbe, die könnt ihr direkt aus dem Töpfchen verwenden, müsst ihr nicht verdünnen. Und zwar nehmt ihr etwas davon auf den Pinsel und es macht von alleine so einen, es formt immer so einen Tropfen, und den verwendet ihr einfach, um es auf der Fläche ein bisschen hin und her zu schieben,
Und zwar schaut es ganz gut aus, wenn man das ein bisschen nach oben schiebt, diese Farbe. Die ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen dicker als normale Farbe. Und das gibt am Schluss so einen ziemlich coolen Leuchteffekt mit relativ einfachen Mitteln. Ihr könntet jetzt natürlich noch Linsen malen oder sowas, aber das erkläre ich mal in einem anderen Video. Das reicht für unsere Zwecke hier völlig. Ja, sieht doch hervorragend aus. Ihr seht schon, ein bisschen glänzen tut's noch. Kein Wunder, wir haben ja schließlich Glanzvarnisch drüber gekippt. Und deshalb kippen wir jetzt Mattvarnisch drüber, damit es eben nicht mehr so glänzt. Nur bei diesen Stellen hier lassen wir es frei. Das soll ja etwas glänzen. Ja, das ist aber dann auch schon wirklich der allerletzte Schritt. Und dann können wir uns das Ding in seiner gesamten Pracht und Gloria anschauen. So, insgesamt schaut das Ganze ja schon gar nicht mal so schlecht aus. War auch 2 Wochen lang viel Arbeit. Ja, wenn euch das gefallen hat, like dieses Video und den ersten Teil findet ihr hier. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir, welche Figuren wir als nächstes bemalen sollen oder sonst müsst ihr damit leben, was ich aussuche. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.